Okay, weiter geht's hier bei Star Trek Voyager Elite Force 2. Wow, jetzt habe ich es einfach mal auf Englisch ausgesprochen. Wird immer besser. Da hat's wohl ein paar Feature erwischt. Und da kommt ein drittes, das wir eben nicht gesehen haben. Spürt meinen Zorn. Er hat gespürt, dass sie ihn um einen Kilometer verfehlt haben. Stellen Sie meine Geduld nicht auf die Probe, Bolliar. Das war seltsam. Es ist einfach explodiert. Eine Falle. Monroe, benutzen Sie den Bioscanner-Modus Ihres Tricorders. Er hat gespürt, dass sie ihn um einen Kilometer verfehlt haben. Oh, wie recht du hast, Cheryl. Yay, Laserfallen. Jump'n'Run, die nächste. Geschafft. Sehr gut. Gut. Die Bioscanner sind ausgeschaltet, aber die Konsole hat ein Kraftfeld aktiviert. Ja. What the? Alter. Hab ich mich jetzt erschreckt? Was soll das? Hat dich. Huch, Quatsch. Ich bin nicht sicher. Überprüfe die Sensoren. Jetzt. Ach doch, Escape. Gerade sagen. Das spam ich jetzt die ganze Zeit die Escape-Taste. Alter, hat mich das Vieh jetzt erschreckt. Okay. So. Jetzt Version 2.0. Ich gebe mal gleich hier hinten hin. Aber die Konsole hat ein Kraftfeld aktiviert. Offenbar werden wir uns einen anderen Weg suchen müssen. Okay. Es gibt hier noch ein anderes Problem und zwar da oben. Oh. Oi. Jetzt haben wir's. Ah, guck mal, ein Loch in der Wand. Ach, na guck mal, was wir da haben. Ein Schiff. Hübsch, hübsch. Okay. Jump and Run, wir müssen jetzt hier diese Röhren benutzen, um da hochzukommen. Oh, oh nein. Dämliches Mistding. Alter. Boah. Was für eine Scheiße. Wow, wartet mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz was checken. Ich muss jetzt mal ganz kurz F6 betätigen, weil ich brauche jetzt meine Schnellspeicherung hierfür. Das hier ist eine Scheiße. Oh. Diese Jump'n'Runs. Das hätte aufhören, so viel rumzufluchen. Das könnte tatsächlich. Jetzt haben wir irgendwas aktiviert. Ah, lass mich raten. Noch ein Röhrenspiel. Ja, das war ja klar. Wartet mal ganz kurz. Mal was sehen. Ja, hier ist Munition. Nein, wenn ich so viel rumfluche, da könnte natürlich YouTube was dagegen haben. Nochmal ganz kurz F6. Genau deswegen. Was? LOL! Okay. Spiel. Ich würde dann doch schon gerne mal. Okay. Was für Fehl. Das hat's erwischt. Okay. Oh. Oh. F6. Alter. Ey, die Stelle sei dann mal überlebt, aber das war noch nicht das Schlimmste. Na, warten wir mal auf den nächsten Fahrstuhl, hä? Na gut, Fahrstuhl, ich bin da mal alleine unterwegs, ne? Aua. Das war jetzt unnötig schmerzhaft. Im Übrigen, der Fahrstuhl kommt jetzt hier an. Ich wäre einfach bloß zu früh losgesprungen. Oh Mann. Das Schlimme ist, ich weiß genau was. Och nö. Okay, das habe ich vergessen. Schon wieder Laserfallen. Okay, hallo F6. Alter, viele Schnellspeicherungen hier heute. Ups. Ups. Aua, 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 aua. Das habe ich jetzt mit Absicht gemacht. Jetzt habe ich nämlich zu viel Damage bekommen. Okay. Nächster Versuch. Nächster Versuch. Nächster. Nächster. Nächster! Boah!
Einmal hier die Luke aufsprengen. So. Jetzt könnten wir nochmal eine Schnellspeicherung. Da ist nämlich was in der Ecke. Da krabbeln wir jetzt mal hin. Passt mal auf, was jetzt passiert. Jetzt haben wir ganz viele kleine Mini-Viecher, die wir besiegen müssen. Das war jetzt... falsch! Wow! Der Part der Dummtode. Echt jetzt mal. Nochmal das Ganze. Also ihr habt gesehen, wenn wir jetzt das Ding hier einsammeln, das ist ein kleines Schildpaket, dann haben wir hier ganz viele kleine Mini-Viecher, die uns angreifen. Digga, quälen wir zu Tode mit unserem halb aufgeladenen Phaser. Das finde ich niedlich. Das war nicht schlecht. Gut, dann gucken wir jetzt mal. Können wir hier auch lang? Oh ja, Tatsache. Aber hier ist hier hinten noch irgendwas. Wartet mal. Nicht Nachtsicht, sondern eher strukturelle Integrität. Nee, hier ist nichts weiter. Okay, Laserfein, Gas und ja, jetzt sind wir wieder auf normal. Okay. Nächstes Abteil. Wir werden jetzt Leben allerdings doch lieb, weil... Oh! Erstmal eine Kanone kommt. Oh. Jetzt kommen wir nämlich zum großen Problem. Jetzt kriegen wir ja permanent Schaden. Okay. Ihr seht, wir dürfen hier wieder schweißen. Okay. Jede Röhre hat einen Punkt, den man verschweißen muss. Wir könnten jetzt durch den Gasmodus auf unserem Tricorder diese Stellen herausfinden, aber da habe ich gerade keine Lust drauf. Zack. Was? Ja, jetzt wird's spannend, ne, Spiel? Werde ich es schaffen? Ja. Okay. F6, weil ich weiß, was als nächstes kommen wird. Aber jetzt holen wir uns erstmal schön Leben. Schön viel Muni. Oh, Muni haben wir noch. Cool. Okay. Das kommt als nächstes. Gab's hier nicht noch? Nee, okay. Gut, drücken wir nochmal ganz kurz F6. Ja, jetzt muss ich mir hier das Muster merken. Fragt mich jetzt nicht, wie hier das Muster funktioniert. Ich hasse diese Stelle. Au. Okay. Also stand ich doch auf dem falschen Ding. Es wird gleich weggehen. Oh, oh, Heiliger! Ja, genau. Heilige Scheiße. Im Übrigen die Röhre da oben. Machen wir mal ganz kurz kaputt. Hallo Schiff. Ich nehme mich mal mit. Kann ich jetzt hier bitte wieder raus? Ja, ja. So ein paar Ecken kenne ich noch. Aua. So, dann nehmen wir jetzt ganz schnell die mit. Und dann müssen wir nämlich die Konsole hier aktivieren, damit da rechts, das Mann, hätte ich euch vielleicht noch zeigen. Was sie getan haben, die zweite Tür in der Haupthalle hat sich dadurch geöffnet. Warte mal. Oh, ich wollte gerade sagen. Ja, jetzt haben wir die zweite Haupthallentür geöffnet. Alles klar. Die Viecher kommen hier auf uns zu. Davon nicht gerade weniger. Ja, die Tür hätte sich hier vorher nicht geöffnet. Wie gesagt, das hätte ich euch vielleicht noch vorher zeigen sollen. Aber ich würde jetzt nur ganz schnell die Brücke überleben. Und wir haben zwei Schiffe liegen lassen. Und vier Verstecke. Alter. Na, ihr habt Spaß, ne? Oh, Achtung, Vieh. Hallo, Vieh. Was? Jetzt sieht das, die Waffe ist schneller. Unnötiger Damage ist unnötig. Gut. Hier haben wir noch ein Schiff, was wir mitnehmen können. Was für eine schöne Wandmalerei. Ob die Idril sie erstellt haben? Wir haben nicht ausreichend Daten, um das zu bestimmen. Das ist echt schön. Das gefällt mir. Im Übrigen. Das ist echt cool, ja. Das ist cool gemacht mit der Wand.
Und hier ist noch ein Schiff. Überall diese wirklichen Geheimverstecke. Gut. Na dann. Also ich dachte, die sind noch mal leben, aber dabei ist das bloß irgendein Container. Puh. So viele Ladebalken hintereinander weg. Ja, jetzt wird's nicht lustig. Wann, woran hänge ich denn? Eine Kiste. Okay, jetzt müssen wir Cher verteidigen. Und das Problem ist, die Dinger, die kommen die ganze Zeit wieder und sind nervig ohne Ende. Okay. Na, wir kriegen es doch gut hin. Warte mal, was ich gerade tue, Cher. Ich fange den Damage nicht auf, weil ich auf Schmerzen stehe. Gut. Okay. Halten Sie mir die Geschütze vom Hals, während ich arbeite. Ich hätte gehofft, dass ich die vorher in die Luft jagen kann. Das macht keinen Sinn. Cheryl, Beeilung. Verteidigungssysteme deaktiviert. Oh. Ich habe die Wissenschaftler in einem Raum in der Nähe geortet und die Sicherheitsprotokolle überwunden. Wir sollten sie jetzt erreichen können. Das ist gut. Was? Oh, verdammt. Die Waffe ist nicht voll. Nein. Nein. Verdammt. Gut. Na dann, meine lieben Archäologen, was habt ihr mir zu sagen? Wir sind von der Föderation. Brauchen Sie Hilfe? Ja, wir sind seit Tagen hier unten gefangen. Danke. Ich bin Dr. Inigo. Das ist Dr. Clea. Ich bin Lieutenant Monroe vom Raumschiff Enterprise. Fähnriche Chell, Corbin und Murphy. Die Föderation? Was tun Sie hier draußen? Wir untersuchen einen Angriff auf eines unserer Raumschiffe und die Atrexianische Raumstation. Ich hoffe, es wurde niemand verletzt. Wer griff die Station an? Die gleichen Wesen, die diese Ruinen befallen haben. Es sind keine Wesen. Es sind Exomorphe. Wir haben sie erschaffen. Sie sind genetisch modifizierte Arbeitstiere. Arbeitstiere? Sie meinen wohl Mördermaschinen? Das war nicht geplant. Wir wissen nicht, warum sie aggressiv wurden. Ihre Verhaltensregulatoren müssen eine Fehlfunktion haben. Als Clea diese erstaunliche Maschinerie entdeckte, stellten wir nur friedliche Exomorphen-Exemplare her. Inigo, bitte. Grindo ist immer noch unten gefangen. Lieutenant Monroe, bitte retten Sie ihn. Ja, bitte retten Sie irgendwie meinen Sohn. Ich bin erstaunt, dass Sie es so weit geschafft haben. Es war nicht gerade einfach, über so viele Kadaver zu steigen. Wie viele Exomorphe kann diese Fabrik bauen? Sehr gute Frage. Da die Einrichtung automatisch die anorganischen Bestandteile des Planeten abbaut... Dann wird das Gewicht des Planeten mit Killerwesen aufgewogen? Nun, nicht gerade sein Gewicht. Eher die Masse der Kohlenstoffablagerungen plus... Das wären ja Milliarden. Eher Billiarden, wenn Sie bedenken. Das reicht. Machen wir der Mörderwelt ein Ende. Bleiben Sie hier und beschützen Sie sie. Es ist keine Mörderwelt. Es ist der Ruhm der Idril. Sie wird ihren Sohn noch umbringen, wenn wir jetzt nicht gehen. Oh ja, bitte. Gehen Sie. Toller Ruhm der Idril. Wir haben hier mal so ein paar Wesen, die nennen wir selber Exomorphe. Und ja, es hat sicherlich nichts mit Xenomorphen zu tun. Also ja, das sind eigentlich Arbeitswesen, aber wir haben festgestellt, hey, das sind doch 1A-Waffen. Und naja, die sind da so ein bisschen ausgerastet. Ey. Was geht denn hier ab? Wesen. Exomorphe. Abwehrgeschütze. Und da drüben kommt auch noch so eins geflogen. Okay. Oh, die Tür ist so ausgebeult. Wartet mal, ich glaube, das war die Tür, ne? Ja.
Na toll, eine Stange. Eine gottverdammte Stange. Okay. Gibt's hier sonst noch was? Ja, hier gibt's noch Schiffe. Wo denn jetzt schon wieder? Was? Direkt vor mir. Mistgräben, Mistviecher, ehrlich. Kann ich nicht mal einfach... Naja, für eine Sekunde mich aufladen, ist das nicht möglich. Hier ist keine strukturelle Integrität, hier ist auch keiner. Gut. Okay. Ich glaube, jetzt kommen wir schon zu der Stelle, ne? Ei. Hört es? Hört ihr es? Was? Das Vieh kommt jetzt schon? Ja, willkommen, Basher. Wartet mal, wo ist er? Hier. So. Was? Jetzt. Der Intro-Stab kann die hier nämlich einführen. Macht auch nicht übel Damage. Nicht gerade wenig Damage. Alter, der hat mir... Der Arsch hier hat mir jetzt Damage gemacht ohne Ende. Hab mich jetzt auch ein bisschen dämlich eingestellt. Dieser Basher. Den haben wir vorhin auch zweimal auf der Atrexianischen Station gesehen. Einmal das Vieh in der... Sekunde mal ganz kurz. Sucht eine Leiter. Hier ist keine gut. Der ist da drüben irgendwo. Einmal in der Rettungskapsel das Vieh, was die Atrexianer da gefangen hatten. Und das andere Mal... Ah, doch, da ist er. Und das andere Mal war dieses Ding, was diesen Wagen, den Monroe gefahren hat. Das Ding war auch ein Basher, was diesen Wagen da kaputt gemacht hat. Das war jetzt das Wort, was ich gesucht habe, kaputt gemacht. Okay, wartet mal, jetzt müssen wir uns hier mal ganz kurz bewegen. Bewegen und bewegen, weil wir wollen nicht in den Rotor geraten. Rotor, 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 Rotor. Okay. Rotor, 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 Rotor. Was? Okay, I don't get it. Wo ist das Schiff? Ich dachte, das war hier irgendwo. Ah ne, der Rotor zieht uns doch nicht an, wie ich dachte. Hä? Wo ist das Schiff? Da ist es. Hallo Schiff. Ja. Yeah. Und jetzt wieder hier lang. Laufen, laufen, laufen. Ich dachte immer, das wäre hier so halb auf diesem Gitter, auf dem wir gerade tanzen. Aber ne. Es war auf einer dieser Stangen von diesem Rotor hier. Der den Dings festgehalten hat, den Motor von dem Rotor. Na du Mistvieh. Sei gegrüßt. Und jetzt bitte verrecke. Okay. So schwer war der jetzt hier nicht. Blöd. Basher. Gut. Hallo Tür. Noch ein Basher. Ah ne, ein Idril. Da haben wir bestimmt den Sohn. Nehme ich an. Genau. Ich bin von der Föderation. Gut, dass Sie mich gefunden haben. Die Exomorphe haben mir fast den Arm abgenommen. Sie können froh sein, dass es nicht Ihr Kopf war. Sie haben recht. Wir haben wohl einige Fehler gemacht. Inwiefern? Ich denke, die Verhaltensregulatoren sind ausgefallen, als ich die Sprungdüsen modifiziert habe. Es tut mir leid, wenn... Egal jetzt. Zeigen Sie mir, wo wir dieser Mörderwelt ein Ende setzen. Kommen Sie mit. Stellen Sie sie ab. Es wird ein wenig dauern. Ungefähr 6 Stunden, um den Brutvorgang abzubrechen. Sie haben keine 6 Stunden. Es ginge schneller, die Verhaltensregulatoren zu reparieren. Vielleicht 2 Stunden. Wissen Sie, was noch schneller geht? Was? Banro nicht. Tja. Wenn nichts hilft, dann schieß drauf. Was für eine tolle Idee, Monroe. Echt. Stellt euch mal vor, das hätte jetzt zu irgendeiner Reaktion geführt. Wir haben die Exomorphe als Erbauer geschaffen, nicht als Mörder.
Sehen Sie, wie schnell Sie diese Einrichtung aufgebaut haben. Zu unserer ewigen Schande haben wir die Kontrolle über Sie verloren. Aber wir haben die Größe der Idril bewiesen und die Lügen der Atrexianer aufgedeckt und... sich dabei fast selbst getötet. Das ist der Preis der Suche nach Wahrheit. Toller Preis. Und die toten Atrexianer? Waren sie auch der Preis? Die Katastrophe können wir nicht rückgängig machen, aber sie wieder gut machen. Wir können eine unbegrenzte Arbeiterschaft für die Idril und die Atrexianer produzieren. Tolle Idee. Wir können sie keine neuen Exomorphe mehr erschaffen lassen. Ich kann die Verhaltensregulatoren reparieren. Sie hatten eine Fehlfunktion, da wir geheim arbeiten mussten. Das ist noch nicht bewiesen. Die Atrexianer haben bereits unser archäologisches Erbe vernichtet, um die Geschichte zu verzerren, unser Volk zu unterdrücken und unsere Planeten zu kontrollieren. Das ist eine schwere Anschuldigung. Aber keine Lehre. Wir fanden archäologisches Beweismaterial auf Vajoktheta 3. Doch die atrexianische Regierung schloss den Ausgrabungsort und beschlagnahmte unsere Artefakte. Wir waren erzürnt. Erzürnt genug, um zu töten? Die Wahrheit ist unsere einzige Waffe. Die Maschinerie in dieser Einrichtung wird beweisen, dass die Atrexianer alte Koloniewelten der Idril übernommen haben. Solange sie die Föderation nicht vernichtet hat, um ihren atrexianischen Verbündeten zu helfen. Wir sind keine Verbündeten der Atrexianer. Aber sie möchten es werden. Sie möchten sie in der Föderation der Planeten haben. Genug. Wir verstecken keine Funde. Abgesehen von den Sicherheitsbedenken, haben Sie an die Rechte der Exomorphe gedacht? Rechte? Sie sind ganz offensichtlich keine intelligenten Wesen. Wir werden dies mit dem Sternenflottenkommando erörtern. Bis dahin halten Sie sich in Ihren Quartieren auf. Ei, ei, ei. Monroe, ich möchte, dass Sie mit Clea sprechen. Sie dürfte wohl die Kooperativste sein. Ja, Sir. Captain, möchten Sie, dass ich Lieutenant Monroe helfe? Ich denke nicht. Monroe ist im Vorteil. Clea ist dankbar, dass er Crindo gerettet hat, auch wenn das Crindo nicht so empfindet. Na gut, Leute. Also sprechen wir da. Dann sprechen wir mal in der nächsten Folge mit Clea. Also, bis dahin. Schausen.